Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich möchte mit Ihnen heute über das sehr, sehr wichtige Business-Thema Mitarbeiterfindung sprechen. Und damit ich Sie alle mal etwas näher kennenlernen kann, einmal die Frage in die Runde: Wer sucht denn aktuell Mitarbeiter oder kennt Unternehmen, die Mitarbeiter suchen? Okay, perfekt. Dann haben Sie sicherlich auch gemerkt, dass es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, die richtigen Mitarbeiter zu finden, geschweige denn überhaupt Mitarbeiter zu finden und auch überhaupt Bewerber zu gewinnen. Der klassische Weg: Stellenanzeigen in der Zeitung, Online-Jobbörsen, beim Arbeitsamt Bescheid sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda, all diese Wege, die man früher gegangen ist, sind heute nicht mehr so einfach, denn das hat damit zu tun, dass alle Arbeitgeber irgendwie gerade suchen und alle auf diesen einen Menschen einschlagen mit ihren Stellenanzeigen, der schon gar nicht mehr weiß, wo er anfangen soll, der Arbeitnehmer heutzutage. Und das ist das Hauptproblem, warum es heute immer weniger Menschen gibt, die sich bewerben. Das führt ganz häufig dazu, dass Sie als Unternehmer heutzutage viel zu wenig Bewerber erstmal grundsätzlich bekommen. Die Zeiträume, die Sie brauchen, um Ihre Stellen zu besetzen, werden immer länger. Umsatz einbußen, weil Sie vielleicht Aufträge an die Konkurrenz verlieren oder absagen müssen, Überstunden für die Kollegen haben. All das sind Probleme, die daraus entstehen. Und der Grund ist eigentlich nur einer. All diese Vorgehensweisen, die wir eben besprochen haben, Stellenanzeigen, Jobbörsen etc., damit erreichen Sie heutzutage bei der Vollbeschäftigung, die wir haben, nur noch 3-5% Ihrer Bewerberzielgruppe, die sogenannten aktiv suchenden Kandidaten. Und das, was wir hören, ist oft nur eine Meinung, kein Fakt. Und das, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Das heißt, der Fachkräftemangel, der überall in der Zeitung steht, der muss nicht unbedingt wahr sein für Sie. Denn lediglich 650.000 Menschen in Deutschland suchen aktuell aktiv auf der Suche nach neuen Jobs, lesen sich Stellenanzeigen durch. 69% aller Arbeitnehmer sind aber ja im Prinzip unzufrieden bei ihren bestehenden Arbeitgeber. 16% sind emotional nicht mehr gebunden. Und ein Großteil der Arbeitnehmer, die erreichen sie heutzutage und sind offen, rund 2,4 Millionen. Das heißt, wir müssen unseren Blick nicht auf den hier richten, sondern eben auf die Kollegen, die vielleicht daneben sitzen oder gegenüber, die unzufriedenen Menschen, die es überall gibt in den Jobs. Und da sollten wir rekrutieren, denn das sind rund 40-60% ihrer Bewerberzielgruppe. Nun, aber wie erreichen wir die denn heutzutage? Ich habe gehört, Rechtsanwälte sind auch bei Facebook und in den sozialen Medien und ein Großteil der Menschen ist in den sozialen Medien. Und wenn Sie heute rekrutieren wollen, Personal gewinnen wollen, dann sollten Sie dort sichtbar sein, wo auch letztlich die Menschen sind, in den sozialen Medien. Sei es Facebook, Instagram, YouTube, Xing, LinkedIn, all das sind soziale Plattformen, wo sich Menschen aufhalten. Und Social Media ist heutzutage nicht mehr einfach nur Kinderkram, was die Jugendlichen früher gemacht haben. Die Zahlen sagen etwas ganz anderes. Wer von Ihnen hat hier einen Social Media Account? Es sind rund 50% in Deutschland und die neuesten Statistiken sagen, wir sind 4 Stunden jeden Tag im Internet. Wir sind mindestens 1 Stunde auf den sozialen Medien. Das heißt, Sie sollten, wenn Sie Personal suchen, rekrutieren in den sozialen Medien. Denn ja, alle von uns haben ein Smartphone, jeder von uns ist auf den sozialen Plattformen. Und wie macht man das Ganze? Ich muss mir erst mal Gedanken machen, wer ist überhaupt mein Bewerber? Im ersten Schritt, auf welchen Plattformen befindet er sich? Und auf diesen Plattformen schalte ich Werbung in Form von bezahlten Werbeanzeigen. Bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn. Diese bezahlten Werbeanzeigen, die leite ich bei mir auf meine Unternehmenskarriere-Seite, habe einen simplen Bewerbungsprozess, denn niemand hat heutzutage überhaupt noch Bock, Lebensläufe zu schreiben oder sich wirklich so zu bewerben, wie man das früher gemacht hat. Und dann sind sie auch bereit, Bewerbung zu erhalten. Wie Katja. Katja ist eine unserer Kundinnen.
sie hat ein Fitnessstudio in Hamburg und hat 5 Mitarbeiter gehabt und dringenden Personalbedarf gehabt. Und ich zeige Ihnen diesen Fall, weil ich zeigen möchte, dass es in jeder Branche möglich ist, egal ob Sie Rechtsanwalt sind, egal ob Sie Fitnessstudio-Inhaber sind oder Tischler, Schreiner. Und genau da haben wir diesen Prozess gemacht, auf den sozialen Medien für Sie Mitarbeiter gesucht. Und das Ergebnis war, nach 4 Tagen war die erste Bewerbung da. Das ist jetzt noch nicht so spannend, aber nach 4 Tagen ist das auch noch keine Zeit. Und nach weiteren 8 Wochen, glaube ich, hatten wir jetzt über 32 Bewerbungen. 32 Bewerber für ein Fitnessstudio, für ein kleines Fitnessstudio, das ist eine rasante Zahl. Wir haben Ihre Bewerber nahezu verdreifacht. Und so gewinnen Sie heutzutage Mitarbeiter. Und ich möchte Ihnen heute Abend 4 Kerndisziplinen und Kernprinzipien mitgeben, die in der Personalgewinnung wirklich funktionieren. Sei dort sichtbar, wo deine Zielgruppe ist. Keep it simple, einfach halten. Verstehe, wie ein Mensch, ein Bewerber heutzutage tickt und bring etwas Geduld mit, eine langfristige Sicht und dann funktioniert das Ganze auch. Und dann kann Ihre Welt genauso aussehen wie unsere Welt als Social Media Recruiter. Wir bekommen im Monat über unsere Kunden durchschnittlich 400 Bewerbungen. Wir haben Kunden, die nach 7 Tagen ihre Stellen besetzen. Und wir haben Kunden teilweise, die 137 Bewerber in 8 Wochen bekommen. Und das sind Ergebnisse, die sind exorbitant. Und so geht Personalgewinnung heute. Und so werden Sie zum Personalgewinner. Vielen Dank. Fünf Minuten Q&A. Wer hat eine Frage? Bitte schön. Haben wir ein Mikrofon? Ja, bitte. Ja, hallo. Zunächst mal, ich liebe deine Präsentation. Die war wirklich super. Dankeschön. Wo ich dir nicht zustimme, ist, Das Weiterleiten auf eine Karriereseite finde ich ziemlich plump. Ich finde, Unternehmen von heute sollten sich viel mehr beim Bewerber bewerben. Das ist der Sinn. Ansonsten stimme ich dir voll zu. Ja, es ist genau das, was wir auf der Karriereseite machen. Aber man muss ehrlich sagen, man braucht nicht unbedingt eine Karriereseite, um Bewerber zu bekommen. Ne? Also all das ist genau Nicht unbedingt notwendig. Aber mit der Karriereseite kann ich die Bewerber anziehen, die ich haben möchte und kann die aussortieren, die ich nicht haben möchte. In dem Moment, wo ich den Content auf meiner Social-Media-Seite oder in den entsprechenden Portalen entsprechend interessant gestalte, genau, Dann gewinne ich Leute dazu, sich dabei zu bewerben oder sich für das Unternehmen zu bewerben. Ja? Genau. Danke dir. Danke auch. Weitere Fragen? 2 Minuten haben wir noch. Was ist der Social-Media-Kanal, der am besten ist? Kommt auf die Bewerberzielgruppe an. Für welche Zielgruppe ist welcher Kanal am besten? Pflegekräfte, Facebook und Instagram. Schwerpunktmäßig sogar Facebook, Pflegekräfte. Rechtsanwälte, LinkedIn, Facebook, geht aber auch. Also im Prinzip kann man sagen, 90% der Bewerber, die man braucht, der Zielgruppen, die man sucht, kann man über Facebook und Instagram erreichen. Da ist die Masse der Leute. Je höher es im Level geht, was das Karrierelevel angeht, desto mehr nutzt man dann LinkedIn. Xing ist ein bisschen schwierig momentan, das zum Recruiting zu nutzen. Weil? Xing ist keine Werbeplattform so wie die anderen. Xing zieht eher Großkunden an, die Werbung dort schalten. Da beginnen die Budgets so ab 5.000 Euro. Und das können die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen dafür nicht verheizen. Okay. Was gibt es sonst für Budgets bei den anderen? Bei Instagram, was haben Sie da für Budgets? Es reicht im Prinzip aus, wenn man monatlich so zwischen 250 und 1.000 Euro ausgibt auf den Plattformen, um wirklich deutlich mehr Bewerber zu erreichen. Deutlich mehr. Ne? Okay. Fragen noch aus dem Publikum? Da hinten? Bitte schön. Vielen Dank. Dankeschön erstmal für den Vortrag. Danke. Gerade wenn es um Themen wie Auszubildende oder Praktikanten geht, da sind doch zum Beispiel Snapchat oder TikTok sehr interessant, oder?
Genau. Also TikTok, für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist so eine asiatische Videoplattform. Da tummeln sich aktuell sehr, sehr junge Leute. TikTok ist gerade im Kommen, was die Werbung angeht. Das dauert aber noch. In Deutschland kann man noch keine Werbung schalten. Snapchat kann man auch dafür nutzen. Aber im Prinzip ist für junge Leute eigentlich Instagram sehr aktuell und Snapchat. Okay, Snapchat oder TikTok, gibt es da noch keine Werbeanzeigenmanager, wie beispielsweise bei Facebook oder Instagram? TikTok fängt gerade an, Snapchat auch, aber TikTok ist gerade erst in asiatischen Räumen. Also wir haben uns noch nicht so intensiv damit beschäftigt, weil es einfach noch nicht so auf dem deutschen Markt ausgerollt ist. Aber das werden wir tun, denn viele von den Menschen denken, ja, Facebook ist schon tot. Jetzt kommt Instagram, aber das ist nicht der Fall. Und selbst wenn Facebook tot ist, dann wird es irgendeine andere soziale Plattform geben, auf der wir Menschen uns irgendwie mit anderen Menschen austauschen. Und diese Plattform wird wahrscheinlich auch wieder kostenlos sein für uns als Privatnutzer. Aber für die Firmen wird es wieder eine Werbeplattform sein, wo man Menschen erreichen kann. Vielen Dank. Gerne. Altersdifferenzierung. Oder Panno. Ja, bitte, gerne. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben zu Beginn klassischerweise die klassischen Recruiting-Kanäle aufgezeigt. Was sagen Sie denn zu Personaldienstleistern? Das ist ja auch ein Weg. Personaldienstleister sind wichtig, aber sie sind halt nicht für jede Branche geeignet. Also ich sag mal Elektriker, Dachdecker und so klassische Handwerksberufe, da gibt es halt wenige Personalvermittler, Personaldienstleister, die sich auf diese Branchen konzentriert haben. Trotzdem sind sie für einige Branchen wichtig. Das, was ich hier gerade beschrieben habe, Social Media Recruiting, ist ein zusätzlicher Kanal. Also man sollte nicht seine funktionierenden Wege jetzt auf einmal lassen und sich nur darauf verlassen, sondern es ist ein zusätzlicher Kanal, wo Sie Bewerber gewinnen. Okay, vielen Dank. Letztlich unterscheiden die sich aber auch vom Alter, oder? Von Instagram über Facebook bis LinkedIn werden die Leute immer älter, richtig? Genau. Also ich bin vor allem auf LinkedIn. Ja, genau. Also der LinkedIn kommt gerade sehr stark in Deutschland und im Prinzip geht es darum, um den ersten Punkt. Ich muss erstmal definieren, wer ist eigentlich mein potenzieller Mitarbeiter, Bewerber, und dann schaue ich im nächsten Punkt, wo hält er sich wahrscheinlich auf. Perfekt. Eine Frage würde ich noch zulassen, falls es noch eine gibt. Ansonsten habe ich gerade festgestellt, dass ich zu dumm war, um einen Knopf zu drücken, der eigentlich für Q&A der angemessene Knopf gewesen sei. Aber Kolja Schwab hat mir gerade signalisiert, dass wir intuitiv in diesen 5 Minuten genau eine Punktlandung praktisch machen, richtig? Ja, also dann passt das ja. Gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich unseren Referenten mit herzlichem Dank entlassen. Dankeschön. Dankeschön. Ja.